Hallo und willkommen. Ich habe gemerkt, 2 Stunden 16 kann ich noch aufnehmen. Neue Partie, Detailauswahl, Herausforderung erstellen. Den schwarzen Stein gegen 18-19. Ach, hat er abgebrochen. Okay. Ich weiß ja nicht, ob... Wieder schwarz. Ich muss mal rüberschleichen. Springer C3. Springer F3. So. Ach, mal einen beschleunigten Drachen draus. Ich mal meinen Kakao genießen, weil ich hier sonst Affenarme bekommen müsste. Genau deswegen habe ich mir den dahingestellt, um ihn nicht trinken zu können. Ja, ist ein Sizilianer ohne E4, was er macht. Wenn es genau nimmt. Auf Springer C6 mache ich natürlich immer Bauer, B schlägt C6. D6, kann ich noch eine Drachenwahlstellung kriegen dafür? E6, D5. Springer C6, dann würde ich sogar mit dem D-Bauern nehmen und nicht hier Dame D6 zu riskieren. Wo dann mache ich Springer E8. Und dann D5. Läufer D3. Springer D4, Bauer D4, das gefällt mir sogar irgendwie. Mache ich sogar. Weil ich ja dann E5 schon blockiert habe. Springer E4 ist natürlich Nonsens. Springer G4 ebenso. Und Springer H5 wegen Dame H4, Springer G3 Schach. Springer H5. Was will ich denn machen? F5? B6, A5, Läufer A6. Wäre auch eine Idee. B6, Läufer B7. Ach Mann. Irgendwie gefällt mir die H5-Idee. Ja, Dame H4. Da kann ich nicht. Mach trotzdem mal den. Aber Läufer D4 schlägt ruhig ja gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Dame schlägt E1. Läufer D4 ist sowieso nicht possible. Dame F6. Ich nehme die mal weg. Dann A6 vielleicht. Das Schöne ist einfach, du musst nie deinen Blick vom Brett wenden. Das ist das Positive daran. F5 kann er eh nicht spielen, deswegen brauche ich auch nicht irgendwie F5 ziehen. Dann mache ich höchstens E6 schwach. Ich brauche meinen Blick vom Brett nie ab und zu mal, um auf die Uhr zu gucken, wie steht's da. Also zeitmäßig für mich, Uhrzeit natürlich auch. Sollte natürlich nicht hier sitzen, wenn ich auf der Arbeit sein muss. H3 gehe ich von aus. Springer, ja, H6, F5. Ich glaube, ich tausche den Springer nicht mal auf Springer E3. Den will ich gar nicht. Was soll ich damit? C3. Läufer D7 oder Läufer B7? Läufer B7. Ich mache lieber Läufer D7. Mit der Idee Turm B8 und dann A5, B4 oder solche Geschichten. Und den, wo will der Springer hin? Wo will ich denn hin? Springer F6? Springer H6, F5? Ich nehme ja nur seinen schlechten Springer weg. Ausgedeckt durch Läufer.
Über die Zeit ziehen kann ich ihn natürlich nicht. Ich muss schon hier sauber spielen. B4. B4 schlägt. Springer B4 schlägt geht ja sowieso nicht. Ich mache trotzdem mal Turm B8. Dann Läufer F8. Und dann B4. Ich will am Damenflügel aktiv werden, weil er sehr Königsflügel fokussiert ist in der Stellung. Springer G4, H3. Was habe ich denn davon? B4. Mache ich jetzt mal B4. Was mache ich denn auf C4? C4 schlägt. Da habe ich die Diagonale auch offen. Wenn er jetzt C4 macht, dann kann ich A3 schlägt machen. Man sieht schon, ich bin von Schieben abgekommen. C3 schlägt. Springer E4, E4 schlägt, Bauer E4 schlägt, Läufer B5, Läufer schlägt, ja, ich tausche den Läufer weg. Mein Läufer ist sowieso nicht so fantastisch. Jetzt wird er wohl auch B4 nehmen, nämlich mit dem Turm auf B4. Manchmal muss man eben auch zähe Partien spielen. Wie gesagt, auf Zeit kann ich definitiv, wenn er am Brett, am PC sitzt, kann ich nicht auf Zeit gewinnen. Er spielt viel zu schnell mit der Maus. Dann macht er Pre-Moves und alles. Ich muss die Partie durch die Partie gewinnen. Ich habe auch schon mal irrationalerweise auf Zeit gewonnen, auf dem Square-Off. Was jetzt mit Turm A2? Wenn ich daneben auf C3, kann der Bauer nicht nehmen. Auf Turm B1 nehme ich auch auf C3, da kann der Bauer auch wieder nicht nehmen. C4, C4 schlägt, Springer C4 schlägt. Wenn ich irgendwann mal Turm A1 habe, ja, die Matz, da ist ein weiter Weg bis dahin. Turm oder Läufer? Auf B3 tausche ich die Türme und nehme dann den Bauern. Ach, verdammt. Turm B3. Springer C1. Turm B2 schlägt, das geht ja gar nicht. Axt. Turm B3, Springer C1, Turm B4, B2, nimmt auf A2 weg. Also so ein großer Quatsch, dass ich mir überlege, warum ich da jetzt ein zweites Mal drüber nachdenke. Ist ja schon nicht mal feierlich, da nochmal drüber nachzudenken. Der Zug ist so scheiße und dann überlege ich zweimal den gleichen Scheißzug. Das ist nicht hilfreich. Der Springer auf E4 gefällt mir. By the way. Läufer B4 vielleicht als nächstes, Läufer A5. Oder Läufer D6. Kann ich doch nehmen, oder nicht? Das müssten jetzt die gröbsten Täusche alle sein. Ich muss nehmen. Pleite. Er kann ja gar nicht, er kann meinen Turm gar nicht nehmen, ist doch matt. Ich gewinne! Den Namen alles schon mal genannt? Der Gegner hieß Bloody Noob. B-L-O-U-D-Y-E-O-O-B. Bloody Noob. 1945 als Zahl. Dass ich die noch gewonnen habe. Wow, und deswegen spiele ich lieber gegen Gegner als gegen AIs. Er hat gesehen, der Turm angegriffen hat, nicht gesehen, dass das matt drohte. Also wenn er Bauern auf H3 stehen hätte, wäre es natürlich ausgeglichen. Weil wenn er kein Matt wäre, aber es ist ja matt. 2033? Bloody Noob.
macht viel mehr Spaß gewertet als ungewertet. Ungewertet, das sind immer so eine halbgaren Partien, bei denen es sowieso um nichts geht. Ein bisschen Druck muss da schon da sein. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.